gerne, da bin ich wieder, euer Tabletop-Troll. Und ich habe einen schönen Kodex dabei, die Grünhäute, die Orks. Ich glaube, eine der beliebtesten und langlebigsten Armeen von GW. Egal ob 40k oder AOS oder Old World oder was auch immer. Ja, deswegen, heute gucken wir uns mal den Kodex an. Der ist mir nochmal vom Zwergenfürst gesponsert worden, deswegen Hashtag Werbung. Vielen Dank an das liebe Zwergenfürstenteam und moin moin nach Hamburg. Wenn ihr mich und diesen Kanal unterstützen wollt, könnt ihr zum Beispiel bei denen bestellen über meinen Affiliate-Link. Oder noch einfacher, ihr werdet YouTube-Kanalmitglied. Dann könnt ihr auch jedes Video, das schon aufgenommen, geschnitten und hochgeladen ist, direkt gucken und müsst nicht erst abwarten bis zum nächsten Donnerstag. Ansonsten gerne einfach abonnieren, das ist der einfachste Schritt und kostet euch gar nichts. So, jetzt wollen wir uns aber auch mal den mehr oder weniger harten Fakten widmen. Wie immer, den Lore-Teil überspringe ich, wobei der mit Sicherheit sehr schön fluffig ist. Es sind auch schöne Armee-Beispielbilder mit bei, das finde ich mal ganz nett. Wobei, ich glaube, nur grüne Orks tatsächlich. Im Internet gibt es ja dann auch schon mal einen roten, das habe ich gesehen, also wo die Hautfarbe rot ist. Oder auch blau, aber ich glaube, GW bleibt hier bei ihrem Grün, ja. Ja, die haben eine Armee-Regel, die gab es, glaube ich, auch vorher schon in ähnlicher Form. Das ist der Wow. Die passt ganz gut, das ist sehr stimmig, sehr fluffig. Einmal pro Schlacht, das ist halt das Manko. Ja. Einmal pro Schlacht, aber dafür ist der Impact auch gut. Dürfen die angreifen, wenn sie vorgerückt sind. Kriegen plus 1 auf Stärke und Attackenwert von Nahkampfwaffen. Und einen 5er Retter. Also das sind ja schon drei flockige Sonderfertigkeiten. Wie gesagt, once per game. Ja, Beginn der Schlachtrunde. Ja, hier gibt es ja auch wieder verschiedene Kontingente. Ich glaube 6 Stück sogar. Die erste ist wieder diese Standard, die auch schon im Index war. Haut drauf, relativ einfache Regel. Ork-Modelle oder Nahkampfwaffen von Ork-Modellen haben Trefferhagel 1. Wunderbar, passt, stimmig. Verbesserung finde ich auch die letzte eigentlich am coolsten. Ein Ork-Modell, der Träger hat Verletzung ignorieren 4+. Egal ob psionisch, tödlich, whatever. Die Gefechtsoption fand ich auch sehr witzig. Ich mag ja auch diesen Stil, wie es immer geschrieben ist, also Rums oder C wie Squigleder, also die Schreibweise. Finde ich sehr sympathisch. Rums, finde ich, ist tatsächlich eine coole Variante für einen Befehlspunkt. Wenn ein Ork-Fahrzeug zerstört wurde und ein gefährliches Ende erwürfelt wurde, also das explodiert, sage ich mal, dann dürft ihr einen Befehlspunkt aufgeben und das Ork-Fahrzeug anwenden. So, und dann dürft ihr es noch einmal, jetzt habe ich meinen tollen Sticker hier drüber, darf die Einheit, wenn es Transport ist, darf die noch einen Notausstieg durchführen. Und kann sich... jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, also bevor mögliche Einheiten, die drin sind, einen Notausstieg durchführen, kann das Fahrzeug sich noch einmal bewegen. So. Kann deine Einheit eine normale Bewegung oder eine Rückzugsbewegung ausführen. Auch über feindliche Einheiten wegbewegen, als wären diese nicht da. Also ihr könnt euer Fahrzeug nochmal woanders hin transportieren. Einmal zum Aussteigen ganz nett. Andererseits, wenn ihr sagt, ja, das explodiert jetzt hier im No Man's Land und da kann ich es direkt neben deine Einheiten stellen und du kriegst Schaden. Also das fand ich ganz witzig für einen Befehlspunkt. Wenn es schon explodiert, dann aber auch richtig. Und cool fand ich auch, jetzt geht's los. Das ist deutlich einfacher und kürzer. In der Bewegungsphase addiere bis zum Ende des Zuges 2 auf Vorrücken und Angriffswurf für deine Einheit. Einfach, aber trotzdem gut, vor allen Dingen, wenn ihr den War ausgerufen habt, den War, und angreifen und vorrücken dürft, oder vorrücken und angreifen, so rum, und dann schon mal wisst, ihr kriegt bei beiden plus 2 auf den Wurf. Vielleicht ja auch für, ich sag mal, nicht so schnelle Einheiten hier, die in den Terminatoren-Rüstung quasi, oder wo ihr sagt, da will ich auf jeden Fall, oder da muss ich vom Gelände her leider ein paar mehr Meter machen. Ist das ganz interessant. Ja, die nächste Kontingentvariante ist Großwildjagd. Das ist mit diesen sagen wir, neueren Modellen, mit diesen Viechfängern, die auf diesen großen Squeaks reiten und so weiter. So,
die Fähigkeit ist, wähle zu Beginn deiner Befehlsphase ein Monster, Fahrzeug oder Kriegsheer. Und wenn es sowas nicht gibt, dann halt ein normales Charaktermodell vom Gegner. Das ist dann die Beute. Und jedes Mal, wenn er mit einer Viehfängereinheit einen Angriff ansagt, gegen die Beute dürft ihr einen Angriffswurf wiederholen und auch den DS um 1 verbessern. Also das ist natürlich charmant, um gewisse gegnerische Einheiten konsequent auszuschalten. Das ist ein bisschen wie dieser Oath-of-Moment bei den Space Marines. Verbesserung habe ich mürrisch wie ein Squiggot für einen Viechboss auf Squigosaurus. Ja, also sehr spezifisch, klar. Solange der Träger eine Einheit anführt, ziehe bei jeder Attacke gegen jene Einheit mit einem Stärkewert, der gleich oder höher ist als der Widerstandswert, als vom Verwundungswurf ab. Was ähnliches hatten wir auch bei den Custodes, da gab es das auch. Na, wenn die Waffe stärker war, dass du eins vom Verwundungswurf abziehst, das ist ja schon echt ganz cool. Das macht aus meiner Sicht einiges aus. Unaufhaltsamer Schwung bei den Gefechtsoptionen für einen Befehlspunkt. Meine Angriffsphase unmittelbar, nachdem die Viehfänger, berittene Viehfänger angegriffen haben oder die Bewegungen gemacht haben, nicht angegriffen, die Angriffsbewegung. Ihr macht quasi Aufpalltreffer. Ihr würfelt für jedes Modell dieser Einheit ein W6. Bei 4 plus gibt es eine tödliche. Und wenn es die Beute ist, die deklarierte Beute am Anfang der Phase, dann dürft ihr sogar 3 zusätzliche W6 würfeln. Also Modellanzahl plus 3 Würfel. Ist ein ganz netter Effekt, sagt aber auch so ein bisschen vielleicht aus, dass die anderen Gefechtsoptionen nicht so cool waren, aus meiner Sicht. Ist auch nicht mein Lieblingskontingent, ehrlicherweise. Ja, dann die Heizerhorde. Da geht es natürlich um die ganzen coolen Buggies, die es in verschiedenen Varianten gibt. Da ist die Standardregel, dass auch wenn sie vorgerückt oder sich zurückgezogen haben, schießen können. Ja, stimmig, aber in-game nicht so der Riesenfaktor, finde ich. Weil die jetzt auch nicht meistens die super mega Bombenwaffen haben. Schneller als du ist dann aber für ein Ork-Infanteriemodell. Jedes Mal, wenn die Einheit des Trägers aus einem Transporter aussteigt, nachdem der sich bewegt hat, dürfen die trotzdem noch einen Angriff ansagen. Das fand ich ganz spannend, weil das ja entgegen der Regel ist und damit natürlich nochmal so einen Überraschungseffekt bereiten kann. Allerdings ist das natürlich auch was, das er jetzt nicht in jeder Runde spielen werdet, weil nicht mal ein- und aussteigt wahrscheinlich. Andererseits haben mir die anderen Optionen jetzt nicht so viel mehr zugesagt. Allerschnellste Gitz war jetzt hier meine Gefechtsoption der Wahl für einen Befehlspunkt in der Fernkampfphase des Gegners oder Nahkampfphase, unmittelbar nachdem eine feindliche Einheit ein Ziel gewählt hat. Und dann muss es eine Heizkulter- oder Lastereinheit sein. Und dann kriegt die einen 5er Retter oder, wenn der unmodifizierte Widerstandswert 8 oder niedriger ist, also zum Beispiel bei den normalen Buggies, dann gibt es sogar einen 4er Retter. Das finde ich ist schon mal interessant für einen Befehlspunkt. Vor allem, ihr könnt es dann ja situativ entscheiden und wenn es zum Beispiel darum geht, der schießt mich potenziell von einem Marker oder kämpft mich von einem Marker, einen 5er oder 4er Retter zu haben, ist ja nicht so verkehrt. Die nächste Unterfraktion, Bot-Mob, also da geht es halt so um die ganzen Killer-Bots, Killer-Cans, Death Dreads heißt das ja, das war ja früher alles irgendwelche Bots. Die haben halt die Regel, jedes Mal, wenn ihr mit einem Mech, Orkläufer oder Grottfahrzeug kämpft, schießt, wie auch immer, könnt ihr einen W6 würfeln und kriegt eine Verbesserung instant. Bei 1 bis 2 kriegt ihr Trefferhagel 1 als Regel, bei 3 bis 4 tödliche Treffer und bei 5 bis 6 verbessert sich der Durchschlagswert bei einer kritischen Verwundung um 2. Also es ist cool, weil es trifft sowohl Nahkampf als auch Fernkampf. Ja, es sind spezifischere Einheiten, allerdings lassen die auch wieder so viel offen. Könnt ihr Killer-Can spielen, Death-Dread, Mech-Sachen, hier die Mech-Woman, also wo die kleinen Grots auch draufhängen. Alternativ kann man sogar auch wieder typisch orkisch sagen: Nein, ich will nicht würfeln, ich suche mir den Effekt aus. Dafür gilt die Waffe dann aber als riskant. Und mit der Erweiterung auch schon bei einer 2 greift der Effekt und nicht nur bei einer 1. Also, das finde ich sehr schön. Das ist orkig. Ja, und es hat auch nochmal den Vor- oder den Mehrwert. Grot-Mob wird, also die Grots werden zur Linientruppe. Also ihr könnt eine Grot-Armee spielen. Wäre auf jeden Fall lustig. Aber ich glaube, Ork-Spielen ist ja auch immer nur lustig und nicht unbedingt kompetitiv. Drück schneller war die Verbesserung, die ich hier als beste für mich auserkoren habe, für ein Mech-Modell. Jedes Mal, wenn die Einheit des Trägers zum Schießen gewählt wird und man hier aussuchen würde, welchen Effekt, kann man einen zusätzlichen W6 würfeln und hat dann beide Effekte.
Nur nicht bei einem Doppeleffekt. Also wenn ich zweimal Trefferhagel habe, kriege ich nicht Trefferhagel 2. Aber das finde ich ganz cool, weil ihr den Effekt ja jedes Mal nutzen könnt. Das heißt, sowohl beim Schießen als auch beim Kämpfen. Das heißt, den Effekt könnt ihr relativ häufig verwenden. Potenziell. Gefechtsoption, hinterhältige Grotz, fand ich witzig für einen Befehlspunkt. Die Bewegungsphase deines Gegners, unmittelbar nachdem eine feindliche Einheit eine normale Vorrücken- oder Rückzugsbewegung gemacht hat. Ein Grottmob innerhalb von 9 Zoll, der nicht in Nahkampfreichweite ist. Wirf ein W6 bei einer 4 plus AH, leidet jene feindliche Einheit W3 plus 1 tötet und danach kann die Einheit die normale Bewegung normal fortführen. Also es ist eigentlich so ein cooles Abwehrfeuer-Ding. Ja, muss nur innerhalb von 9 Zoll um Grotz sein, aber vielleicht kommt der Gegner näher, um eure Grotz gleich im Nahkampf wegzumoschen. Ja, wegzumoschen, passt schon. Und dann haut er dem einfach mal ein paar tödliche rein. Potenziell, ne? Auf die 4 plus, also 50-50. Und W3 plus 1 tödliche. Sag mal, das ist ein Schaden, den ein Grottmob für gewöhnlich nicht ohne weiteres verursacht. Also eigentlich ganz witzig. Vielleicht könnt ihr damit sogar ein angeschlagenes Charaktermodell ausschalten mit einem, mit Grotz, beziehungsweise mit dieser Fähigkeit. Ja, und die vorletzte Kontingentvariante ist Grüne Flut. Da geht es natürlich um Boys. Ja, jede Menge Boys. Macht dann vielleicht auch wieder Spaß, Horden zu spielen. Wobei, wenn ihr WTC-mäßig Gelände habt, wahrscheinlich nicht in der Bewegungsphase. Aber was ist die Regel? Bei jeder Attacke gegen eine Boys-Einheit haben diese Rettungswurf 5. Unabhängig davon, ob ihr den War ausgesprochen habt oder nicht. Wiederhole außerdem bei jeder Attacke gegen eine Ork-Einheit mit mindestens 10 Modellen einen Schutzwurf von 1. Mega cool. Ja, also, weil da ist ja egal welcher Schutzwurf. Ich meine, der Standard ist, glaube ich, nur 6 von denen, aber haben oder nicht haben. Ne? Ansonsten 5er Retter und wenn ihr da die 1 noch wiederholen dürft, macht das so einen, in Anführungszeichen, dusseligen, so eine dusselige Ork-Boys-Truppe echt hartnäckig. Und im Nahkampf will man die trotzdem nicht haben. Als Gegner. Ja, blutrünstige Oberschläger ist die Verbesserung meiner Wahl. Ork-Infanteriemodell, solange ihr eine Einheit anführt, könnt ihr Vorrückenwürfen für jede Einheit wiederholen. Auch interessant, ne? Gerade für den War. Und wenn das eine Einheit ist mit mindestens 10 Modellen, da dreht sich immer hier sehr viel drum, dann dürft ihr sogar Angriffswürfe wiederholen. Also, Vorrücken wiederholen, Angriffswurf wiederholen. Hallo Ork Boys. Gefechtsoption, jetzt kommt's, Jungs. In der Befehlsphase. Ganz einfach, eine Boys-Einheit in der Armee, füge deine Armee bis zu W3 plus 2 zerstörte Modelle wieder hinzu. Geil. Zwischen 3 und 5 Boys wieder zurück. Für einen Befehlspunkt. Super gut. Ne, dann kommt man auch schnell wieder auf diese mindestens 10, damit andere Synergien greifen. Also das finde ich ist eine total charmante Lösung. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie turnierformatig ist, weil da sehr viel Gelände im Weg steht. Wobei ihr könnt ja dann durch das meiste Gelände, das sind ja fast immer Ruinen. Es dauert, ist wahrscheinlich nur unglaublich müßig, dich da immer dann da durchzubewegen und positionieren. Ja, die letzte Variante sind Kraftprotze, also es sind die Bosse. Zu Beginn der Schlachtrunde, in der du kein War aufgerufen hast, kannst du, wenn mindestens ein Warmus-Modell auf dem Feld ist, ein zweites Mal ein War ausrufen. Der zählt dann aber nur für War-Boss, Boss- und Megaboss-Einheiten. Also man kann quasi so ein War für spezifische Einheiten nochmal generieren. Was auch cool ist, dann muss die Liste aber auch entsprechend die Modelle haben. Ne? Ja, Kopfstampfer habe ich hier rausgesucht für einen Infanterie-Warboss. Wiederhole bei Attacken des Trägers gegen ein Ziel unter Sollstärke einen Verwundungswurf von 1, unter halber Sollstärke sogar alle Verwundungswürfe. Ist mal ganz nett. Die anderen waren aber jetzt auch alle nicht so der Megabringer, ehrlicherweise. Und zerschmetternder Aufprall in der Angriffsphase, nachdem ihr die Angriffsbewegung gemacht habt. Man kann sich schon vorstellen, ihr macht so einen Aufprallschaden. Ein W6 für jedes Modell, für jede 5 gibt es eine tödliche und wenn der War aktiv ist, sogar für jede 4 eine tödliche. Gilt auch nur mit Boss- und Megaboss-Einheiten. Also deswegen, es gibt 6 Fraktionen. Ich finde halt die Standard ganz cool. Großwildjagd und Heizhorde finde ich nicht so cool. Ich finde das mit den Bot-Mobs sehr cool. Und die grüne Flut. Also, das sind eigentlich so meine Favoriten. Also, ich finde 3 sehr, sehr spannend, sehr lustig und gut auch. Also auch gut spielbar, dass sie einen Effekt haben. Die anderen 3, ja, das sind wieder so eher so Fluff-Listen oder wirklich sehr, sehr hoch spezialisiert. Da habe ich dann keine Lust drauf. Das mag vielleicht auch turniermäßig funktionieren. Ist halt nicht meins.
Ja, und im Gegensatz zu dem Custodes-Kodex, der zeitgleich erschienen sind, haben die natürlich unheimlich viele Einheiten. Und ich versuche da jetzt nicht so in die Tiefe einzugehen. Habe mir immer so ein paar gemarkert, wie man vielleicht hier auch sieht, die ich ganz cool finde. Tatsächlich gehört Gasgul-Tracker da nicht zu, zumindest von den Regeln. Modell, super schön. Regeln für die Punkte, nein. Dann nehme ich lieber einen Warboss oder einen Warboss in Mega-Rüstung. Beides nette Varianten. Haben auch mit der Energiekralle oder mit dem Riesenspalter einen extremen Output. Ja, auch Widerstand 5 oder 6. Also, das ist ja schon fast Custode-Style. Natürlich nicht so einen guten Rüstungs- und Schutzwurf und so weiter, aber kosten auch bei weitem weniger. Ne? Ich guck mal, ich glaube, der normale Warboss war verhältnismäßig günstig. Ja, der kostet 70 Punkte. Dafür nehme ich den mit, ne? Dafür, dass der potenziell nach vorne und drauf moschen kann. Recht des Stärkeren, solange das Modell eine Einheit anführt, kriegen die plus 1 auf den Trefferwurf im Nahkampf. So, und wenn der War aktiv ist, kriegt er plus 4 Attacken auf seine Nahkampfwaffe. Bei der Energiekralle nur 4, wenn man die jetzt nimmt, weil die Stärke 10 und 2 DS hat. Aber dann hat er 8. Also das sind zum Beispiel zwei Modelle, die finde ich super gut. Auch das Plattmacher Warg Trike, was ja quasi ein Warboss auf einem Trike ist. Ähnliche Funktion. Ne, der bringt auch plus 1 auf Trefferwürfe. Der kann halt sich Warg-Bikes anschließen, die leider nicht mehr so cool sind, ehrlicherweise. Der normale Warboss Boys und Bossen und der Warboss in Megaboss, in Mega-Rüstung leider nur Megaboss. Also muss man so ein bisschen gucken, das ist ein bisschen wie so mit Space Marines mit den ganzen Captain-Varianten. Wer kann sich was anschließen? Das heißt, ich glaube, das Mittel meiner Mal wird wahrscheinlich der klassische Warboss sein mit Energiekralle. Wo ich sage, für 70 Punkte gesetzt. Ganz witzig noch der Megboss in Mega-Rüstung. Ich finde die Mega-Rüstung eigentlich nicht so schön, auch die normalen dann, egal ob Megabosse oder normal. Aber der hatte noch irgendwie einen coolen, also ja, der hat das Spezialkraftfeld, was recht stark ist, weil wenn er eine Einheit anführt, haben die einen Rettungswurf von 4 gegen Fernkampf. Der kann halt aber leider auch nur Megabosse wieder anführen. Ja, aber das hilft wenigstens ein bisschen, weil die haben nur einen 5er Bewegungswert statt 6. Das macht die natürlich etwas schwerer. Und die haben ja nicht, wie zum Beispiel Terminatoren, einen Rettungswurf. Die haben halt nur in Anführungszeichen, den Zweier Rüstungswurf, was natürlich für Orks sonst doch fantastisch ist. Dann kommen ja die verschiedenen Mech-Varianten, auch mit diesem neuen Mech-Boss, mit dieser XXL-Riesenwumme, die er im Arm hält. Krasses Teil, ja, keine Frage. Ist auch ganz cool eigentlich. Was mir aber am besten gefällt von den Varianten, ist der Mech-Boss mit der Schocksogger. Auch wenn die nicht mehr so lustige Regeln hat wie früher. Also früher war das ja irgendwie so, der teleportiert ja mehr oder weniger ein Grott irgendwo rein. Idealerweise in den Gegner, manchmal aber halt auch in die Wand, dann stirbt nur der Grott. Fand ich total witzig. Jetzt ist die Waffe trotzdem in-game recht stark, ne, mit 60 Schuss, explosiv, W6 plus 1 Schuss. Klar, Treffen auf die 5, es sind halt Orks. Stärke 9, minus 4, W6, das ist schon gut. Ja, dann habt ihr hier so einen Grottassistenz, das gibt es häufiger, das finde ich ganz witzig, der quasi so einen Marker darstellt und den könnt ihr einmal aktivieren. Ähnlich wie bei den Dark Angels mit diesen kleinen dunklen Wächtern. Könnt ihr hier machen, um die Anzahl der Treffer zu wiederholen. Anzahl der Attacken. Joa, führt ihr eine Einheit ein, kriegen die plus 1 auf den Trefferwurf. Das ist ja schon mal gut für Orks, ja, die da nicht so prädestiniert sind für gewöhnlich. Also eigentlich ist die Waffe ganz cool. Ich finde das Modell unglaublich hübsch. Der hat tatsächlich echt keinen Punch im Nahkampf. Das ist sehr erstaunlich. Deswegen muss man so ein bisschen überlegen, wem man den anschließt, weil den kennt ihr an Boys, Plünderer, Mech-Wurm oder Bosser. Die würden wahrscheinlich Mech-Wurm anschließen. Das sind ja die, wo die Grotz doch drauf sitzen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Und wenn die plus 1 auf den Trefferwurf kriegen, finde ich das wiederum durchaus interessant. Ich glaube, dass die gar nicht so schlecht waren. Ich meine doch, dass die Grotz besser sind als die Orks, oder? Ja. Genau, dann trifft so eine Mech-Wumme nicht mehr auf die 4, sondern auf die 3. Also das ist eine durchaus interessante Variante. Ja, diese Viechbosse, egal ob zu Fuß oder auf Squigosaurus, die finde ich nicht so cool. Fand ich jetzt auch von den Regeln her nicht so beeindruckend.
Dafür mag ich hier diese Doktor-Varianten, also der normale Doc oder der Boss-Doc. Die haben ja nicht mehr die Fähigkeit, Modelle zurückzuholen. Das ist ein bisschen schade. Das war ja früher so. Da hatten die, glaube ich, den Effekt ein 6er Feel No Pain und man konnte irgendwie ein Modell pro Runde zurückholen. Jetzt haben sie ein 5er Feel No Pain, also eine Verletzung ignorieren bei der Einheit, der sich anschließen. Der Boss-Doc kann das aber nur bei Viechjägern und der normale Doc wäre dann mein Favorit. Kann das wieder bei Boys, Bossen, Plünderers, Brenners, also bei mehreren. Also bei den alten klassischen Orks. Ja, und er kann mit seiner Beruhigungsspritze, die jetzt wirklich sehr schwach ist, aber Anti-Infanterie 4 hat, wenn er da eine Verwundung, einen kritischen Treffer verursacht, kriegt die Einheit instant W6 tödliche Wunden. Es ist halt nur nicht so einfach, weil das so eine Billo-Waffe ist. Aber dafür hat er halt auch eine Energiekralle, ne? Mit Stärke 9, minus 2, 2 Schaden. Und einmal pro Schlacht, wenn er eine Einheit unter Sollstärke anführt, könnt ihr einmal W3 zerstörte Modelle wieder zurückführen. Also ihr könnt das einmal spielen. Aber den würde ich trotzdem zum Beispiel in eine Boys-Horde von 20 Modellen reinpacken. Die haben einen 5er Feel No Pain. Ja, wenn er einen Walk aktiviert hat, hat er einen 5er Retter und einen 5er Feel No Pain. Also dann werden die schon echt hart zu vernichten sein. Ne? Wirrkopf, auch schönes Modell, lustig. Die Attacken auch ganz cool. Dadurch, dass es ja nicht mehr so ganz klassisch Psi gibt wie früher in den Editionen, sind das ja alles Waffen geworden und häufig finde ich das nicht gut. Hier ist es, finde ich, ganz gut umgesetzt worden, weil er hat das sowohl einmal als Fernkampf als auch im Nahkampf. Und bei dem Fernkampf wird er sogar stärker, wenn er sich einem größeren Trupp anschließt. Dann kriegt er nämlich für je 5 Modelle jener Einheit abgerundet 1 auf den Stärke- und Schadenswert der Waffe. Allerdings, wenn es mehr als 10 Modelle sind, ist es auch riskant. Das heißt, ein 20er-Trupp bringt ihm plus 4 auf Stärke und Schaden. Das hat normal Stärke 6, DS minus 3, Schaden 1. Das heißt, ein 20er-Trupp würde daraus Stärke 10, Schaden 5 machen. Ist aber nur eine Attacke. Und er kann immer noch das Schwung. Ich glaube, das kennen viele auch diverse Memes, dass er quasi sich einen Trupp nehmen kann und den von Ort und Stelle wegbewegen und woanders hinbringen. Jetzt hat der Vorteil, er muss nicht mehr würfeln. Also er muss keinen Psi-Test mehr machen, weil es ist ja keine Psi-Kraft. Oder es gibt es so nicht mehr. Allerdings müsst ihr würfeln bei einem W6. Bei einer 1 erleidet die Einheit des Wirrkorbs W6 tödliche Verwundung. Also wenn es nicht klappt, ist es schon echt hart unangenehm. Ja, es ist halt Orks, ne? Ansonsten könnt ihr irgendwo erneut aufstellen. Einmal pro Zug, am Ende der Bewegungsphase. Stellt er die auf einmal innerhalb von 9 Zoll um den Gegner, vielleicht in Fernkampfreichweite, also in angenehmer Fernkampfreichweite, vielleicht um einen Angriff zu starten. Wer weiß. Ja, hier kommen noch so ein paar neuere Modelle: Boss Snurkot, Wortsnagger, Mosrok Skargrabat. Das ist so ein Viechfänger, den fand ich ganz cool von den Möglichkeiten und Waffen, die er hat. Beziehungsweise, dass einfach er und auch sein Viech relativ ähnliche Waffenprofile haben, insgesamt auf 9 Attacken kommen. Rüstungswurf 3, Rettungswurf 4, Verletzung ignorieren 5. Also das ist schon echt tough. Widerstand 8, 8 Leben. Der ist schon hart unangenehm. Und der kann sich den Grunzerreitern anschließen. Das wäre auch die einzige weitere Einheit, die ich persönlich von den Viechfängern nutzen würde. Das heißt, das wäre so ein Ausschnitt aus dem Bereich, den ich tatsächlich, wenn ich Ork spielen würde, zusammenstellen würde. Also den als Anführer von einem Trupp Grunzerreiter. Jetzt gucken wir mal, was bringt das nochmal? Genau, wenn eine Einheit angeschlossen ist, wenn ein Modell im Nahkampf zerstört wurde und ihr noch nicht gekämpft habt, bei einer 4 plus darf das Modell erstmal noch kämpfen. Und bei dir addiere bei Nahkampfattacken dieses Modells gegen Monster und Fahrzeuge 1 auf den Schadenswert. Ne, was sogar tut ist, weil der Schadenswert ist 3 bzw. 4, also dann wäre der 4 oder 5. Und bei Titanischen sogar 2. Cool. Also mit dem dann mal gegen einen Knight oder so wäre auch ganz witzig. Springen wir mal eben zu den Grunzer-Reitern. Die würde ich ja mit dabei packen. Die einfach cool. 10 in Bewegung, 7 Widerstand, 4er Rüster standardmäßig, 5er Verletzung ignorieren. Bei 3 Leben, beziehungsweise der Chef hat sogar 4. Die können einen Bumsquick dabei haben. Also quasi so eine lebende Bombe, ne, die man einmal pro Schlacht spielen kann. Die feindliche Einheit innerhalb von 12 Zoll.
Nachdem diese Einheit ihre Bewegung innerhalb von 12 Zoll um den feindlichen Einheit beendet hat, bei 2 plus W3 tödliche Verwundung. Ja, cool, instant. Und ihr dürft pro 4 Modelle einen Bums-Squick mit dazu nehmen. Nichts Unanständiges. Und hier haben die Grundregel, beliebige Modifikatoren auf Bewegungen, auf Vorrücken und Angriffen dürfen nicht ignorieren. Also auch super. Ne? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, mit denen irgendwo anzukommen, deutlich höher. Ja, die haben sonst Grunzer Kiefer und was haben die Spießer. Ja, also sonst haben die halt minus 1 DS, 2 Schaden. Also die machen, glaube ich, schon Output. Ja, die mit dem Chef zusammen, ich glaube, das ist eine fette Truppe. Das tut ordentlich weh. Ja, dann die normalen Boys. Ja, habe ich ja vorhin schon mal ein bisschen gesagt. Super Option für mich, gerade in der großen Truppe. Die haben zum Beispiel eine Regel, am Ende der Befehlsphase, wenn ich um Missionszielmarker bin, kontrolliere ich den. Und den kontrolliere ich auch, wenn ich danach den Missionszielmarker verlasse. Hat natürlich bei den Custodes zum Beispiel, da gab es das extra als Befehlsoption, also als Gefechtsoption. Das müsst ihr ja bezahlen. Hier, die Boys können das. Ihr nehmt den Marker ein, geht nicht so ohne weg, der Marker gehört noch euch. Mega. Und wenn ihr die Einheit auf 20 Modelle aufstockt, dürfen sogar zwei Anführer sich dem anschließen. Also zum Beispiel ein Warboss und ein Doc oder so. Das ist schon cool. Ich glaube, das tut auch echt ordentlich weh. Na, die haben natürlich sonst nur einen Fünfer Schutz, ein Leben, keinen Retter oder Verletzung ignorieren. Aber wenn ihr dann den Walk aktiviert und den Doc mit reinpackt, dann haben die halt einen Fünfer Rüstungswurf, einen Fünfer Rettungswurf und einen Fünfer Feel No Pain. Da lässt sich was mitmachen. Und auch Grots sind nicht schlecht. Also die können jetzt nichts mit Waffen und so weiter, aber ihr könnt sie in dem einen Bataillon oder in dem einen Kontingent als Linientruppe spielen. Ansonsten sind sie auch einfach unheimlich günstig, also gute Lückenfüller. Und zu Beginn deiner Befehlsphase 1W6 für jeden von dir kontrollierten Missionszielmarker, in dessen Reichweite sich mindestens eine Einheit deiner Armee mit dieser Fähigkeit befindet. Also Grots. Bei einer 4 plus kriegt ihr einen Befehlspunkt. Super. Und die haben auch einen Missionskontrollwert, sogar von 2 pro Grot. Echt viel finde. Ein Boy hat auch 2. Setzt ihr die irgendwo auf so einen Punkt, am besten nicht sichtbar. Die halten für euch den Punkt und ihr kriegt halt den unter Umständen auch Befehlspunkte durch die. Voll gut. Bosse sind auch echt interessant, weil die natürlich nochmal ein bisschen tougher sind, haben 2 Leben, haben 4er Schutz. Ja, allerdings nur ein Missionskontrollwert von 1, finde ich ein bisschen kurios, aber gut. Solange ein Warboss die Einheit anführt, habt ihr auch diese Regel, wenn der Stärke wäre und die werden attackiert, egal wobei was, ne? Egal. Kriegt der Gegner minus 1 auf Verwundungswurf, wenn der Stärkewert höher ist als euer Widerstand. Auch gut. Ansonsten haben die halt standardmäßig fette Spalter, ne? Mit Stärke 7 minus 1, 2 Schaden bei 3 Attacken. Das ist okay. Und könnt dann auch noch Energiekrallen mit reinnehmen. Ich glaube sogar jeder, ne? Ja. Das wäre dann heftig, weil dann trefft ihr zwar einen schlechter, habt aber alle mit 3 Attacken, Stärke 9, minus 2, 2 Schaden. Dann nimmt ihr auch leichte Fahrzeuge auseinander. Ohne Probleme. Ja, hier haben wir nochmal so ein paar altbekannte Einheiten. Die Brenner fand ich nicht so cool. Die Düsenspringer sind eigentlich ganz witzig, weil das sind ja eigentlich normale Boys, aber mit Raketen hinten drauf. Das heißt, die haben 12 Zoll Bewegung. Das ist gut. Plus die Regel, die dürfen auch dann einen Angriff ansagen, wenn sie vorgerückt sind oder sich zurückgezogen haben. Das heißt, die könnt ihr ja schon unabhängig von einem War quasi in der ersten Runde, sag ich mal, mehr oder weniger in Nahkampf bringen. Ja, wenn er jetzt den Vorrücken oder Angriffswurf oder beide nicht komplett versemmelt. Was natürlich schön ist, wenn ihr vielleicht vom Gelände her nicht unbedingt die Chance habt, im ersten Zug ranzukommen. Da muss man ja echt überlegen, spreche ich den War aus oder nicht. Wobei auch dafür was spricht, weil ihr kriegt einen 5er Retter armeeweit. Aber mit denen könnt ihr natürlich sagen: Komm, 12 Zoll fliegen, ja, mache ich Strecke, dann habe ich noch Vorrücken, mache ich vielleicht eine 6 automatisch. Und dann gehe ich noch in Nahkampf. Dann vernichte ich die Einheit nicht, aber vielleicht sind die auch so tough, dass sie die erstmal halten und ich bin vielleicht erstmal die erste Feuerlinie vom Gegner. Panzerknacker fand ich auch ganz witzig. Was ein bisschen schade ist, das hat sowas von einem Kommandoteam, weil klar ist, es sind definitiv 5 Modelle, ein Boss, 4 Panzerknacker und einer hat das, zwei haben das. Ja, das finde ich mal ein bisschen schade, wenn man da nicht so viel Variablen hat. Allerdings sind die Waffen gut, weil zwei haben Bazookas, dann hat einer so eine Nahkampf-Panzerkiller-Dings.
Und die kriegen plus 1 auf Treffer und Verwundungswurf gegen Monster und Fahrzeuge. Das ist halt deren Ding. Und die haben auch so einen Bumsquick. Wie viel haben die? 2 Stück. Ja. Also die sind halt wirklich cool, um Fahrzeug platt zu machen. Und die kann man natürlich dann schön noch irgendwie in einen Transportpanzer packen, damit die jetzt auch nicht auf dem Weg dahin irgendwas mit denen passiert, aus Versehen. Ja, dann haben die Grunzerreiter, hatte ich ja gerade schon vorgezogen. Warbikes leider nicht so cool. Die hätte ich sonst gerne mit dem Deathkiller da, mit dem Hero auf dem Bike auch genommen. Den Laster an sich finde ich auch nicht so cool. Er ist natürlich sehr günstig. Das spricht vielleicht dann eher für ihn. Man kann eine Abrissbirne installieren. Allerdings, die hat zwar Stärke 10, aber 0 DS. Das fand ich ein bisschen weird. Es kriegt aber jede Runde, jede Befehlsphase, also eigene Befehlsphase, einen Befehl, einen Lebenspunkt wieder. Da finde ich den Kampfpanzer, auch wenn er deutlich teurer ist, deutlich besser, weil der kann auch 22 normale Ork-Modelle oder halt 12 mit Spezialrüstung und so weiter transportieren. Hat auch einen 10er Widerstand statt 8. Das finde ich, das ist schon ein entscheidender Unterschied. Ne? Laserkanone und Raketenwerfer lassen grüßen. 16 Leben, 3er Schutz. Hat auch Feuerplattform 11, also 11 Leute können schießen. Der Durchschlagswert jeder Attacke gegen dieses Modell ist um 1 schlechter, also gute alte Dreadnought-Regel. Und der hat halt extrem coole Waffen, die er drauf hat oder drauf machen kann. Ja, also Kanone mit Stärke 10, minus 2, aber auch im Nahkampf noch ein Mega-Greifer, Stärke 8, minus 2, 2 Schaden, Todeswalze. Also der hat deutlich mehr Varianten. Klar, ne? Fernkampf ist immer BF5, er ist halt ein Ork-Fahrzeug, aber der kann was. Und da packe ich die Panzerknacker vielleicht noch rein. Mega super. Ja, diese kleinen Bots, ich finde die beide super. Sowohl den Garg-Bot als auch die Killer-Bots. Der Garg-Bot, ja, der ist für mich für den Nahkampf gesetzt. Ne? Man kann den zwar auch mit Fernkampfwaffen schwerpunktmäßig ausrüsten, aber da sehe ich eigentlich keinen Mehrwert, weil wir haben wieder das Thema BF5, außer bei dem Flamer. Ja, der kann halt zwar Stärke 9, minus 2, W6 Schaden, aber 3 Schuss, wie gesagt, BF5, ne? Daran scheitert es häufig. Weil dafür hat er eine Bottkralle oder mehrere auf die 3, 4 Attacken, Stärke 12, minus 2, 3 Schaden. Und zu Beginn der Nahkampfphase, ist jetzt nicht mein Lieblingsthema, aber muss jede feindliche Einheit in Reichweite um ihn einen Schüttungstest ausführen. Jo. Aber gut, also ich finde, der geht in Nahkampf, Widerstand 9, 8 Leben, 2er Rüster, 6er Retter, der hält was. Und selbst die Killerbots, die kleinen, haben 3er Schutz und 6er Retter, Widerstand 6, 5 Leben, aber die kosten, glaube ich, 45 Punkte pro Modell, oder? Also verschwindend gering. Und ich finde einfach die Idee, dass da kleine Grots drin sind, super lustig. 145, 3 Stück, ja, also knapp 48, 49 pro Stück. Und die können auch eine Bazooka kriegen und eine Büchsenkralle zum Beispiel. Dann haben die auch eine fiese Fernkampfwaffe und im Nahkampf nicht ganz so stark, aber 3 Attacken auf die 4. 8 minus 2, 3 Schaden für 49-Punkte-Modell. Mega. Und die haben auch noch Dakar-Machtrausch. Jedes Mal, wenn dieser einer zum Schießen gewählt wird, kann ich einen W6 würfeln. Muss mir nämlich überlegen, weil bei 3 und 4 kriege ich plus 1 auf den Stärkewert und bei 5 und 6 plus 1 auf den Attackenwert der Fernkampfwaffe. Bei 1 bis 2 erleide ich aber W6 Schaden. Die haben 5 Leben. Also ich kann mir dadurch die Modelle selber ausschalten. Sollte man sich also genau überlegen, ob ich das bei BF, hier ist es 4, weil das ist ein Grott, einsetze oder nicht. Das ist ein bisschen 50-50, ne? Aber das ist ja auch kein Wurf, den ihr dann mit dem Reroll wiederholen könnt. Dann bisschen mein persönlicher Favorit, die Mech-Wurm. Ich finde alles mit Grotz wirklich unglaublich lustig und diese zusammengeschusterten Waffen und dann hier auch die Blasenschleuder, wo dann irgendwelche Bobbles draus rauskommen, total cool. Ich finde, die Waffen sind auch echt stark. Die Wurm kosten nicht so viel. Also in der aktuellen Edition, wo ihr die Ausstattung nicht bezahlen müsst, finde ich, ist sowas gesetzt. 40 Punkte pro Modell. Früher war das immer, dann kostete das Modell etwas und dann musstest du die Waffe, die es trägt, dazu buchen und die war teilweise teuer. War dann teilweise teurer als das Grundmodell. Und das ist jetzt hier nicht der Fall. 5er Rüster, 6er Retter, 6 Leben. So. Und wiederhole bei jeder Fernkampfattacke eines Modells gegen eine Einheit auf Sollstärke. Ein Trefferwurf von 1. Plus eventuell, ne, den Mech, dann treffen die auf eine 3. Für Orks unvorstellbar nahezu.
Ja, dann kommen die ganzen schnellen Fahrzeuge hier, diese Buggies. Optisch alle der Hit. Spieltechnisch haben mich eigentlich nur drei begeistert. Der Schocksprungflitzer. Zum einen hat der coole, fette Waffen, ne, also mit denen man auch mal Fahrzeuge oder stärkere Infanterie bedrohen kann. Und die Regel, also der hat ja schon 12 Zoll Bewegung. Also die Profile sind alle gleich. 12 Zoll Bewegung, 7 Widerstand, 4er Schutz, 6er Retter, 9 Leben, 3 Missionszielkontrollwert. Aber der hat noch die Regel, durch Tunnel ist schneller. Jedes Mal, wenn dieses Modell zum Vorrücken gewählt wird, kannst du es statt eine Vorrückenbewegung auszuführen, vom Schlachtfeld entfernen und irgendwo auf dem Schlachtfeld erneut aufstellen, weiter als neu zollen und so weiter. Also ihr teleportiert den irgendwo hin. Mega stark. Also entweder weil er unter Bedrängnis ist, nehmt ihr den weg. Oder ne, Engaging All Fronts oder irgendwie ein Missionszielmarker. Also er kann ja eh schon 12 Zoll sich bewegen, aber dann zu sagen, ich gehe jetzt wirklich von hier nach da, super Fähigkeit. Ja, dann kommt hier einer mit Desgard oder Co., kommt gar nicht hinterher. Ja, und auch diese Megaketten-Schrottjet und Potzkarre fand ich beide ganz witzig. Haben halt nochmal einen coolen Output. Mal gucken, was hatten die an Regeln. Achso, genau, der eine, also der Schrottjet, wenn ihr gecharged habt, dürft ihr auch einen W6 würfeln. Bei 1 passiert nichts. Bei 2 bis 5 gibt es W3 tödliche und bei einer 6 gibt es 3 tödliche. Und der hat 4 Attacken im Nahkampf, Stärke 8 minus 1, 2 Schaden. Und auch dicke Wummen obendrauf. Also der ist ganz cool. Und bei dem anderen, genau, habt ihr Rauchfahne als Aura, solange sich eine feindliche Einheit, keine Monster oder Fahrzeuge, innerhalb von 6 Zoll um dieses Modell befindet, müssen die Modelle eins vom Trefferwurf abziehen. Das ist auch cool. Könnt ihr den Gegner schön damit nerven, ohne, ja, der Gegner muss das Modell vernichten, ne? Sonst kommst du da nicht weg. Ja, dann gibt es ja auch noch 4 Jets. Da finde ich den Wasbomb Blaster Jet super, weil der hat krasse Kanonen drauf. Und darf gegen alles, was nicht das Keyword Fliegen hat, Trefferwürfe von 1 wiederholen. Und wenn ihr das Blaster Jet Kraftfeld als Ausrüstung dazu nehmt, weil es nichts kostet, macht ihr das. Verliert er zwar das Schlüsselwort Granaten, hat dafür aber einen 4er Retter. Shit auf die Granaten. 4er Retter bei einem Flugzeug, 3er Schutz, 6er Retter normal, sonst ein 4er, jetzt ein 4er. Widerstand 9, 12 Leben. Gesetzt. Ja, und von den kleineren finde ich den Ducker Jet am besten. Der hatte zwar nicht den riesen Output, oder doch, er hat Output, aber eher gegen Infanterie, weil der hat, wie viel hat der? 2 Zwillings-Superwummen. Und ihr könnt ihm noch eine dritte geben. Dann hat er 3, jeweils mit 4 Schuss, das heißt 12 Schuss. Und die Regel Schnellfeuer 2. Also wenn ihr nah genug dran seid, habt ihr 18 Schuss. Mit Trefferhagel 1, synchronisiert. Und Stärke 6 minus 1, ein Schaden. Also, und bei jeder Fernkampf, dieses Modell verursacht jeder erfolgreiche Trefferwurf einen kritischen Treffer. Also mit dem mäht ihr einfach so Infanterieeinheiten weg. Ne, fliegt rum, bzzzt, bzzzt, bzzzt. Alle weggesnackt. So, wir nähern uns dem Finale. Jetzt gibt es noch Morkanaut und Gorkanaut. Nach Mork und Gork. Für mich klar Gewinner der Morkanaut. Deutlich bessere Ausrüstungsoptionen. Es ist sehr ähnlich. Der Gorkanaut hat ein bisschen mehr Attacken, aber dafür immer ein bisschen schwächer im Output. Da muss ich mal eben gucken. Nahkampf ist sogar identisch mit mehr Attacken. Aber, ja genau, im Nahkampf ist der Gorkanaut ein Ützchen besser, ne, weil er die gleiche Profil hat, aber eine Attacke mehr, beziehungsweise bei der leichten 3. Dafür sind die Fernkampfwaffen beim Morkanaut deutlich besser. Die Grundregeln sind beide gleich, ne, dass ihr über Geländestücke gehen könnt, weil das sind titanisch. Und, ah genau, der Morkanaut hat Addiere bei der Fernkampfattacke des Modells 1 auf den Trefferwurf, wenn der Walk ist. Und beim Gorkanaut ist es der Nahkampf. Ja, ansonsten beide können auch 12 Modelle transportieren. Also da sind auch nochmal Panzerknacker zum Beispiel gut aufgehoben. Diese Killerkutsche und Jägerkutsche fand ich jetzt beide nicht so cool. Also weder optisch noch regeltechnisch. Genauso wie das Geländestück, aber Geländestücke in 40k begeistern mich eh nicht so wirklich, weil ihr sie halt für Punkte dazu kaufen müsst und die sind halt stationär, da muss der Effekt schon echt gut sein. Anders als bei AOS, wo ihr die ja quasi umsonst dabei habt. Bisher. Warten wir es mal ab, was die nächste Edition bringt. Ja, bringt uns zum letzten Modell den Stampfer mit satten 800 Punkten. Ist das natürlich jetzt nichts für kleine Spiele, aber das ist natürlich auch ein mega krasses Modell. Ja, also 2er Schutz, 6er Retter, okay, überschaubar, aber hat einen Widerstand von 14. Das muss er erstmal schaffen. 30 Leben,
Und das ist natürlich eine absolute Vernichtungsmaschine, ne? Also eine Killerkanone mit Stärke 14 minus 3, 3, 4, 6 Schuss. Oder halt im Nahkampf der Megaspalter, Stärke 24 minus 15 Schaden bei 6 Attacken. Junge, Junge. Solange sich befreundete Ork-Einheiten innerhalb von 12 Zoll um ihn befinden, kriegen die plus 1 auf Erschütterungstest. Ja. Also der hat nicht viele Sonderregeln, das ist einfach eine lebende Festung. Und das ist halt cool. Man kann auch da nochmal 22 Ork-Infanteriemodelle reinpacken. Also Wahnsinn. Ihr seht vielleicht, ich habe so ein paar Einheiten übersprungen, weil es einfach so viel gibt bei den Orks, weil die halt über Generationen tatsächlich auch angewachsen sind. Wie gesagt, die ganz neuen, diese Viehfänger, da sagen mir die wenigsten zu. Ich stehe eher so auf die klassischen, ne, Düsenspringer, Gitbrenner und so weiter. Und vor allen Dingen die ganzen Grott-Sachen. Das heißt, ich bin echt hart Ork gefährdet. Deswegen besonderen Dank nochmal an den Zwergenfürst, dass ihr mir das Buch gesponsert habt. Ich glaube, das wird noch ein bisschen mehr Verwendung finden, außer für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne drunter. Spielt ihr auch? Sind eure Orks grün oder blau oder rot oder ganz was anderes? Und habt ihr schon eine Idee, wie ihr jetzt eure Orks spielen werdet? Ändert sich das durch den Kodex oder bleibt das gleich? Schreibt gerne drunter. Würde mich echt mal interessieren, was so die gewachsene Ork-Community dazu sagt. Ansonsten freue ich mich, wenn es euch Spaß gemacht hat. Bleibt gern dran. Abonnieren, Kanalmitglied werden oder über einen Link beim Zwergenfürst bestellen, würde ich mich super freuen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, euer Tabletop-Troll. Ciao.